Wenige Tage später. It's been a bad few weeks. But Dutch being Dutch, he is busy making plans. And Dutch being Dutch, those plans involve robbery and dreams. Well, I thought you was reading him his last rites. Now I see you're introducing him to your other passion. I'll mind you to show me some respect, Mr. Morgan. Mind away, Reverend. You're still here, then? I owe you. Yeah. And you'll pay me. But for the moment, just rest. Arthur! I think it's time for the train. Want me to come? Of course I do, but... Look, Ash. I was always ugly, Dutch. It's just a scratch. Don't lie still, son. Hello, Abigail. Dutch. Jackie. The boy wanted to see you, John. He's seen me now. Or what's left of me. What about you? Guess I was hoping to see a corpse. Bide your time. You'll see plenty of them. You're a rotten man, John Marston. He is an idiot, Abigail. We all know it. Now, railway men. Bill! Now, you ride ahead and set the charge at the water tower just before the tunnel. Ain't a problem. Why are we doing this? Weather's breaking. We could leave. I thought we was lying low. Yeah. Come on! What do you want from me, Hosea? I just don't want any more folks to die, Dutch. We're living, Hosea. We're living. Look at me. We're living. Even you. But we need money. Everything we have's in Blackwater. You fancy heading back there? No. Listen, Dutch, I ain't trying to undermine you. I just want to stick to the plan, which was to lie low, then head back out west. Now, suddenly we're about to rob a train. What choice have we got? Leviticus Cornwall's no joke, Dutch. Well, who is Leviticus Cornwall? He's a big railway magnate, sugar dealer, oil man. Well, how good for him. Sounds like he has more than enough to share. Dutch! Gentlemen, it is time to make something of ourselves. Get your horses ready. We have a train to rob. Everyone ready? All right, let's head out. Na, dann wollen wir mal einen Zug ausrauben, liebe Freunde hier im Wilden Westen. In Red Dead Redemption. Und die Pferde gucken mal begeistert, schreibt Nothing as usual hier gerade im Chat bei Twitch. Das stimmt allerdings. Die haben auch keine Lust mehr. Listen up, all of you. According to the information so kindly provided to us by the O'Driscolls, the train will be coming north from Big Valley. We're gonna pick it off after it crosses the border into the Grizzlies. There's a raised spot there that should give us good vantage. Charles, you'll keep lookout for any outriders. How's that hand, by the way? I'll be fine. Good. I'll take the driver and engineer, then run point. Lenny and Javier, you two take the front cars, deal with any guards. Arthur and Micah, you head straight for the back. That's what we're after. Mr. Cornwall's private car. You and me, Morgan. Great. Have you got a problem with that? Not if you keep your head for once. You worry about yourself, huh? Enough! After Bill blows the tracks, we're gonna need to move fast. Is everyone clear on what they're doing? Yep. Crystal. Yes, boss. Good. Now come on. Let's ride! Da reiten sie, die letzten Cowboys des Wilden Westen. Die Bande ist unterwegs. Ja, und das kann heiter werden. So ein Zugüberfall ist ja mal... interessante Geschichte. Das ist eine geile Musik, Leute. Einfach Hammer gemacht. Thawing before anyone gets up here after us.
Oh, look at you boys. See? This is what I call a crew. Micah Bell, Charles Smith, Arthur Morgan, Javier Escuela, and what about young Lenny here? Always the first man on his horse. Just happy we're back at him, Dutch. You sure you're ready for this, kid? Of course I'm ready. Just stay calm. Keep your eyes sharp. That goes for all of you. No mistakes. Not again. So we do this, then we go back to Blackwater to collect. How many times you gonna ask the same question, Micah? That's a lot of damn money to leave sitting for too long. It would be crazy to go back there now. The place will be swarming with Pinkertons. We go back when I say we go back, and that's the end of it. The money's safe. You'll just have to trust me. And if the O'Driscolls are right, there'll be a stack of railroad bonds on this train. Good money, once we work out how to cash them. Now everyone, shut up and get your mind on the job at hand. Come on! Oh, there's the water tower. Hold up here on the ridge. Whoa. Is Bill there? Yeah. You want to head down, see how he's getting on? Okay. Ja, gucken wir. Oh, da ist das Pferd am Kacken. Alter, jetzt erstmal alle ab. Was ist hier los? Leute. Ist mal eine harte Scheißerei. Ist mal alle Pferde hier. Let's go. Okay. Wo kommen wir denn herunter? Hier vorne? Das sieht doch ganz gut aus. Schauen wir mal, was Billy Boy da macht. Dankeschön, Philipp. Freut mich, dass du hier Spaß hast. Das freut mich sehr und natürlich lieben Gruß an alle anderen, die auch gerade zuschauen. Yeah. I'm okay. You sure? Of course. Can I help a little? All right. Go ahead and set up the detonator by those rocks over there. Okay, sure. Now just unspool the wire and then attach it to said detonator. Okay. Mal gucken, ob das hinhaut. Ich will nicht lange stören, keine Sorge. Wir ziehen das ganz schnell durch. So. So, machen wir noch eine kleine Runde. Das wird schon. So, bin ich hier richtig? Doch reichen, oder? Zack. Und dran damit. Okay, this is good. All right. Ja. That should do it. You head back up to the others. I got it from here. Dynamit muss man ja auch dazu sagen, eine der großen Errungenschaften des 19. Jahrhunderts, wo man dann ja auch einiges mit freiräumen konnte. Und der Herr Nobel, der meiner Meinung nach der Erfinder war, soweit ich mich erinnere, der gute Herr. Oh. Der gute Herr Nobel, das war so, dass der es ja eigentlich für friedliche Zwecke erfunden hat. Also die ganzen Krempel. Und dann ging es aber richtig ab, ne? Jetzt, dann wurde einige Schindluder mit diesem ganzen Dynamit angetrieben. Da war er nicht so begeistert von. Muss man einfach mal einen Raum werfen. Train's gonna be here any minute. So, einmal aufs Pferdchen. Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Hey, alles gut, ey. Jo. Sieht doch gut aus, immer mit der Ruhe. So ein Plan muss wohl geschmiedet werden. Just be ready to move quick and remember the plan. All of you, no mistakes. What's going on? He says all fine. We'll soon find out. Everything okay? I think so.
Okay, cover your faces. Train should be here any minute now. Okay, wo kann ich das machen? Gegenstände? Und jetzt hier, da das Face covern. Das habe ich jetzt, glaube ich, nicht aktiviert, oder? Ah, verstehe. Nice. Jetzt gibt's das Banditentuch, Freunde. Ich finde das so geil, auch mal gemütlich hier durchzuraisen und das Spiel sich so gemütlich anzuschauen, weil es einfach echt Hammer aussieht. Gentlemen, it's time. Good luck, all of you. You all know what to do. Shit! Shit! No! What? God! Oh, you have got to be kidding me! Where did you find that moron? You said it was fine. It's my fault. Come on! You're pathetic. You know that? Na super, ging ja super. Einmal mit Profis arbeiten, genau. Springer auf den Zug, sind die wahnsinnig? Okay, was soll's? Boah, scheiße! Yeah, Lenny. Oh shit! I've got you. Now stop yelling. Oh shit, shit, shit. Oh, oh. Yeah, you're okay. Now let's go slow this thing down. Where's Javier? He fell. The others will get him. Let's go. Go rein in den Zug. Come on, we need to stop this train. There's another guard up ahead. You want me to take him? Komm, wir kümmern uns selber um den. Kann er ein Pinkel gewesen? Oh, shit, we got company. Oh. What do you shoot those bastards? Ach du Scheiße. Verdammte Bastarde. Vorsicht, nicht in meinen Quer gekommen jetzt hier. Genau. Will ich nicht erwischen, Junge. Was hat der Typ dabei gehabt? Guck doch mal gerade hier. Ich will den Typen... Ach komm, wir machen das nachher. Lass uns mal den Typen stoppen. Okay, die wollen es wissen. Tatsch. Boah, ich bin so gierig, Leute, dass ich jetzt schon den Zug plündern will wieder, wisst ihr? So bin ich. Hier. Zack, komm, was haben wir da Schönes? Ja, immerhin 63 Cent. Wir müssen hier runter! Du nicht rob den Vinicus Cornwall Train! Make the peace with your maker, boy! Nicht da, Kleiner. I'm okay. If we don't stop this train soon, the other boys will never catch us. I know, just stay calm. Genau, bleib einfach ruhig, wir kriegen das schon hin. Oh! Scheiße, Mann. Dieser Bastard. Na komm schon, Lokführer. Kann doch nicht sein. Ich hau den eins in die Watsche. Oh, das hat er nicht verdient. Der arme Lokführer. Okay, was kann man tun? Geile Mission. Was soll das? Ja, also. Wollen Sie erstmal nachladen? Heilige Scheiße. So, der hat gesessen. Da vorne ist noch einer. Zack. Zack. Die Raisen war weg. Ich denke so. Gut. Damn, he's got an arm. Who is this
Nachladen! Verdammt! Wie viele kommen da noch aus den Löchern? Wie viele waren da im Zug? Ich kriege ihn nicht von hier. Scheiße, Mann. Okay. Das lief doch ganz gut. Ich würde ja eigentlich gerne noch die Typen plündern. Yes, let's get the money and go. We got some fellas holed up in this last car. Ah, shit. What are you boys planning on doing in there? Listen to me. We don't want to kill any of you. Any more of you. I give you my word, but trust me, we will. I work for Leviticus Corps. Come on, boys. We got our orders. Okay, you asked for it. We ain't Five, opening this door. Four, three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. Guten Morgen. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Da sag ich doch nicht nein, oder? Oh. Now don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Alles gut. Let's go. Here we go. Ach, wie gut, dass Dynamit erfunden wurde. Unless you got a death wish, I'd step back, fellas. Hallo. All right, come on. Just walk on out here. We don't want to kill you. We just want to rob your boss. Get on up there. Search that train. Okay, begib dich zum Privatwaggon. Look at this place. It's like a palace. Well, now I've seen everything. Oh, you two got the safe? I'll search the rest. Oh, yes. Should be easy as cake. What's your name? You're just gonna stand there, kid. Pour me some brandy, will ya? I'm parched. Shut up. Me and Arthur did all the work. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. He's keen. I'll give you that. Oh, da geht's um Indianerreservoir. Hey. See if we can get this open. $2000 war eine Menge Geld, ja, für die Ölbohrfelderkundung. Mhm. Ja, verstehen wir. Also wer es komplett lesen will, Pause drücken. Umdrehen kann man es auch. Ist da noch was auf der anderen Seite vielleicht? There. See? That's how it's done. Shit. Just a pile of papers. Bonds? I don't think so. Here. Make yourself useful. At least we all know you can read. Give me those. Oh, guck mal, da haben wir noch was Schönes. Noch eine schöne Taschenuhr. Railroad contracts, invoices, blah, blah, blah. You got anything? Not really. Sugar imports from the Spanish West Indies. A lot of sugar. Some fancy new boat he's ordered from Europe. Boah, auf hier Geld. I am not robbing another boat as long as I live. Have you checked all the drawers and cabinets? Hm, Auswertung. Dead Eye, okay, Stufe 2, alles klar. Ja, Dead Eye benutze ich sehr selten im Moment noch. War noch nicht so oft gebraucht. Wäre natürlich auch eigentlich ein nettes Feature. Ja, immer mit der Ruhe. Oh, das sieht echt interessant aus. These just seem to be contracts. Arthur, have you looked down the end there? Aber wer weiß, was das für coole Verträge sind.
Nice. Thank God. Come on. Na, da scheint nichts zu sein, okay. Dann kann ich den Schrank öffnen. Dann sehe ich immer schön, was ich schon gelootet habe und was nicht. Guck mal, das ist ein schönes Bild, Leute. Das war ein Gentleman. Und damit haben sie nicht gerechnet bei dieser Reise. Ja, ja, du kannst auch noch ein bisschen warten. Ich bin nämlich hier noch am... Oh, was war da noch? Ebenfalls ein weiterer Zettel, ne? Kohlegeschäft geht es hier um. Es geht vor allem um die Ölindustrie, die ja am Aufkommen waren. Und wer es lesen will, einfach Pause drücken bei YouTube nachträglich oder wo, bei Twitch, wo auch immer ihr gerade schaut. Ich hoffe, wir haben nichts Wichtiges vergessen. What did you find? These bonds. They worth anything? Oh, sure. Bearer bonds. I think we can probably sell these pretty easily. Well done. Now, would you get rid of all of this? The train? Yeah, get it out of here. What about them? What do you think? I don't know. It's up to you. Kill them, leave them here, take them with you on the train. Just make sure they don't send no folk after us. Okay. See you back at camp. When you get back, we'll be moving on. The rest of you, let's ride! Yeah. Was wollen wir denn mit dem machen? Sollen wir die leben lassen? Oder sollen wir die töten? Oder sollen wir die in den Zug stecken? Okay. Get on the train. Quick. All of you. Any bright ideas, I kill all three. So behave. Ja, ich hoffe, das ist kein Fehler. Geh rein, Mann. Geh rein, Junge. I hear so much as a footstep from this car. You'll end up like all your friends out here. Ich würde jetzt rausspringen, wenn ich die wäre, wenn ich ehrlich bin. Das wäre die perfekte Chance. Guck mal, wir könnten jetzt hier theoretisch uns auch nochmal voll umschauen, ne? Gibt's ja auch noch Zeugs. Guck mal, wie viel hier zu plündern ist, theoretisch. Ich weiß noch nicht, wie viel Zeit wir haben am Ende. Goldene Gürtelschnalle. Seht ihr da? Da ist schon ohne Harfe. Guck mal, wie detailliert das gemacht ist, dieser Zug, oder? Einfach nur super nice. Ah, nee, das wollte ich nicht. Aber hier. Das will ich. Das Schlangenöl. Schlangenöl ist immer gut. Ne? Warum auch immer. Hier gibt es auch noch eine Schublade. Hinten habe ich angeblich eine vergessen. Hier gibt es aber nichts drin, oder? Ah, nur Müll. Und dann... mal ein bisschen schneller. Ich muss jetzt auch nicht alles mitnehmen, aber ihr kennt das. Ey, wir brauchen Kohle, gerade am Anfang ist es wichtig, auch ein bisschen Kram zusammenzukriegen. Und wir können nie genug Dollar haben. Ich probiere ja erstmal so ein Gentleman-Gangster zu spielen, ne? Natürlich sind wir knallhart, aber nicht so ein richtiges Oberarschloch, der Arthur, den wir spielen. Aber man kann sich halt auch in verschiedene Wege dirigieren. Das finde ich ja auch super interessant. Man muss aber auch, denn diese Stadt vergisst nie, aufpassen, welche Taten man begeht. Ne? Das ist ja auch noch so eine Sache. So, wenn die anderen jetzt nicht aus dem Dings abgehauen sind, dann sind sie echt dämlich. Aber wahrscheinlich hatten sie auch einfach nur Angst und waren eingeschüchtert. Müssen natürlich aufpassen, dass nicht gleich irgendein Zug nachkommt, ne? Der ja auch die Strecke benutzen will. Wäre auch noch nur eine Sache. Theoretisch zum Problem wäre. Oh nein, ich wollte ihn nicht aufheben. Verdammt. Nein, lass ihn liegen. Nein. Oh nein, nein. Nein. Nein, ich wollte ihn nicht. Hier. Entschuldigung. Ich wollte nur mal wissen, wie schwer ist er so. Da liegt er aber auch viel besser. Ein Gentleman Gangster. Das kriegt für Robin Hood für die Ladies. Ja, Robin Hood ist ein Gentleman Gangster gewesen auf jeden Fall. Guck mal hier. Ach, guck mal einer an. Hätten wir beinahe verloren. Ah? Gutes Rossi. Okay, Freunde. Dann wollen wir mal in den Zug fahren, oder? Reicht ja jetzt erstmal. Liegt natürlich noch ein bisschen an der Straße, aber egal. Tschüss, Freunde.
Sehr schön.